zusammen, im heutigen Film möchte ich euch das neue Yancy LED Knicklicht bzw. Tiplight vorstellen. Wie der Name schon sagt, das kann verwendet werden an jeder herkömmlichen Knicklichtpose sowie zur Bisserkennung an der Rudenspitze. Erhältlich ist es in grün sowie in rot. Zur Montage selbst kurz. Das LED-Licht verfügt über 4,5 mm Durchmesser, sprich wie jedes Standard-Knicklicht. Verfügt über eine Dichtung, dass kein Wasser reinkommt. Zur Montage selbst einfach aufschrauben, eine Starrbatterie einführen. Hierzu braucht man eine CR322er Starrbatterie. Einführen, wie ihr sehen könnt, leuchtet schon richtig hell. Das Ganze wieder zuschrauben und als Knicklichtersatz einfach auf der Spitze der gewünschten Pose montieren. Als LED-Tipplicht braucht man den mitgelieferten Adapter hierfür. Hier wird das Licht hier einfach eingeführt und dann an der Rudenspitze eingeklipst. Und somit lässt sich einfach jeder Biss ideal erkennen bei Nacht, wenn man das noch kombiniert, zum Beispiel mit einer Aalglocke. Ich hoffe, ich konnte euch das LED-Tipplight bzw. Knicklicht kurz vorstellen. Und erhältlich ist es bei eurem Tackle-Dealer. In diesem Sinne, euch alle viel Erfolg am Wasser.